der goldene Reiter und sein weißes Schimmel. Ein Dorf namens Kottendorf hatte nur 1200 Einwohner. Die Polizei war fest mit der Feuerwehr stets in Verbindung, weil die meisten Einwohner nichts mit diesen Jobs zu tun haben wollten. Davor hatten sie zu viel Angst. Das Dorf war so wie ein schönes Paradies, ein Wald und ein Wasserfall mit Fluss in unmittelbarer Nähe. Dort lebte auch der goldene Reiter mit seinem Schimmel, um das Dorf auch von dem Bösen irgendwann zu beschützen. Es war einmal ein Herr Dr. Terrorschist, der die ganze Welt beherrschen wollte. Er hatte eine halbe Glatze. In seinen Zähnen saßen silberne kleine Schrauben, um die Zähne zusammenzuhalten, und die Augen waren schrecklich mit grün-blau-roten Farben. Die schwarze Pupille gab es schon nicht mehr. Na, und damals, wo Herr Dr. Terrorschist die Welt beherrschen wollte, er hatte eine Mission für sich zu erfüllen, um sich glücklich zu fühlen. Dort waren so an die 100 Terroristen mit am Werk und sie terrorisierten das ganze Dorf mit Motorrädern, Hubschraubern, Sportwagen, und die Terroristen hatten auch diese Augen grün, blau und rot, so richtig schrecklich. Sie flogen so über 3 Tage mit den Hubschraubern über das ganze Dorf und fuhren mit ihren Maschinen alles, was nicht nied- und nagelfest war, zu Schrott. Der Herr Dr. Terrorschist hat sie alle in seinen Bann gezogen und einfach verzaubert mit seinen Kräften, die er sich aus der heilen Welt beschuf und aus dem Fluss des Wasserfalls zog. Er hatte so lange gezaubert und versucht, Kräfte zu sammeln, bis er es raus hatte. Und er brauchte nur Kinder dafür zu beschaffen und von ihnen Kräfte zu holen. Aber nur Kinder, die von ihren Eltern nicht geachtet und geliebt wurden. Und die Polizei, auch die Feuerwehr, konnte nichts dagegen tun. Aber der goldene Reiter mit seinem Schimmel hatte es geschafft. Und mehr sein Pferd hatte dazu beigetragen, weil das Pferd bemerkte, dass er die Kinder für seine Kräfte brauchte. Der Schimmel hatte seine Kräfte zusammengeholt, um weiß zu strahlen wie Schnee, damit die Kinder seinen Strahlen bemerkten, damit sie von dem Bösen abzulenken. Dies war wunderbar. Die Terroristen, die Einwohner waren und auch nur verzaubert waren, wurden wieder normal. Sie haben sich alle jetzt umso mehr um ihre Kinder gekümmert, weil es Eltern waren, die sich nur streiteten und an sich dachten, wurden sie halt von dem Herrn Dr. Terrorschist verzaubert und benutzt. Aber sein Vorhaben hatte diesmal nicht geklappt, weil der Schimmel von dem goldenen Reiter es verhindert hatte. Der goldene Reiter heißt so, weil er immer
eine goldene Haut hatte, darüber dem goldenen Mantel. Aber er war auch so wie normale Menschen, nur wenn Gefahr in dem Dorf und auf der Welt zu sich kam, wurde seine Haut ganz goldig und sein Schimmel kommt aus dem Wald. Dann irgendwann hatte der goldene Reiter eine Frau namens Anastasia Christine, die eine Tochter geboren hatte, die Nina Sina heißt, blonde Haare und schöne blaue Augen. Eines Tages, wo Nina Sina 6 Jahre wurde, war sie verschwunden und das ganze Dorf suchte nach ihr, fand sie aber nicht. Sogar in dem Wald, wo ihr Vater lebte, wenn was Schlimmes passierte, war sie aber auch nicht zu finden und dort auch nicht hingelaufen, wie die meisten dachten. Der Großvater, der Vater von Anastasia Christine, befürchtete das Schlimmste und er meinte, Dr. Teroschist wäre aus sein Dunkeln wieder erwacht und benutzt nun die kleine Nina Sina für seine dunklen Pläne, die Welt und das Dorf zu beherrschen. Und Herr Renner, Vater von Anastasia Christine, hatte recht. Es war die Zeit gekommen, wo Dr. Teroschist zurückschlug. Die Haut von dem goldenen Reiter wurde so goldig wie noch nie. Es war ja auch seine Tochter, die verschwand. Und da ja alle nach Nina Sina suchten, auch selbst ihre Mutter Anastasia Christine, war auch Anastasia auf einmal verschwunden. Sie war in eine Welt hineingedrungen, die sie noch Nisa, ihre große Schwester Christine, ist vor 2 Jahren gestorben und Anastasia hatte sie gesehen. Am Wasserfall im Fluss schwamm sie. Anastasia, Christine, rief sie und Christine sagte nur, komm mit mir, ich bring dich zu deiner Tochter. Sie glaubte Christine wirklich zu sehen und sprang ins kalte Wasser. Sie hatte in dem Fluss dann einen dunkelblauen blauer Badeanzug an, der sich in ihre Haut hineinfraß, dass sie nicht so wahrnahm, wie es geschah. Sie hatte viel Spaß und Christine kam von Dr. Teroschist, eine Frau, die auch verzaubert war, und Anastasia Christine, ihr fielen auch die grünen, blauen, roten Augen bei Christine auf. Aber sie schaute zu tief hinein und auf einmal merkte sie gar nicht mehr, wo sie war. Und im Kottendorf kam sehr schnell sehr große Unruhe auf, weil sie merkten, es passierte was und das Böse war wieder da. Der goldene Reiter namens Tobias wurde auch sehr ängstlich, was er sonst nie war, und plötzlich stand vor ihm sein Schimmel. Aus heiterem Himmel stand sein Pferd nach 8 Jahren wieder da wie zuvor, wurde es wieder so schneeweiß und hell, dass Tobias wusste, es ist Dr. Teroschist, der nichts Gutes im Sinne hatte und wollte. Anastasia Christine war in einer schwarzen Welt und dachte gar nicht an ihre Familie, weil Christine war da.
Sie gingen, wie sie auf einmal beide einen schwarzen blauen Umhang anhatten, in einen großen Schloss, wo Dr. Teroschist lebte, hinein. Und dies Anastasia erst nicht wusste. Christine schleppte Anastasia in einen riesengroßen Speisesaal. Dort saß am Ende eines großen Tisches Dr. Teroschist und wartete schon sehnsüchtig auf die beiden. Anastasia, Christine wurde von ihm empfangen und er sagte: Herzlich willkommen, Anastasia, Christine. Komm, wir essen jetzt. Und deine Tochter geht es in meinem Reich auch schon sehr gut. Er machte mit seiner Hand einige Bewegungen rauf und runter und schnipste zweimal mit der Hand. Da ging plötzlich an der Seite des Saales eine Tür auf und es erschien ein großes Fenster. Dort sah man in dem Fenster Nina Sina am Spielen mit dem schwarzen Licht. Auch wo Nina Sinas Eltern sich immer äußerst viel um ihre Tochter gekümmert hatte und dachten sie so, dass Dr. Teroschist sie nichts anhaben könnten. Dieses sah man aber jetzt anders und Anastasia musste mit Christine und Dr. Teroschist zu Abend essen, weil er ihr schon drohte, Anastasias Tochter was anzutun. Und Anastasia war ja auch schon so in seinen Bann gezogen, dass sie auch schon fast nichts mehr fühlte. Im Kottendorf versuchte Tobias, der goldene Reiter, mit seinem Schimmel an die schwarze Macht zu kommen. Es klappte nicht so, wie er es sich vorgestellt hatte. Und der Vater von Anastasia hatte furchtbare Angst und erschien plötzlich anzufangen zu weinen und zu müssen. Er hatte ja schon so viel Angst damals um sein Dorf. Er war der Bürgermeister seines einzigartigen Dorfes mit dem schönen Wald, dem Fluss und dem schönsten Wasserfall der Welt. Dafür war dieses Dorf ja auch so bekannt. Auf einmal kam aus dem Wald eine dunkle Stimme. Es war der Dr. Teroschist. Er sagte: Tobias, du goldener Reiter, ich habe deine Frau und deine Tochter. Wenn du mir hilfst, die Welt zu beherrschen und mir deine Kraft gibst, dann darfst du deine Frau wiederhaben. Und über dem ganzen Dorf kamen ganz schwarze Wolken. Es wurde einfach nur ganz dunkel. Die Menschen liefen vor Angst kreuz und quer durch die Straßen und liefen vereinzelt schnell in ihren Häusern. Welche liefen auch zur Dorfkirche, um schnell noch zu beten, damit diese Macht schnell von diesem Dorf verschwindet.